Willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Platan. Ich arbeite in der Kalos-Region als Pokémon-Professor. Und damit willkommen in, bei Pokémon X. Wie du vielleicht weißt, wird diese Welt von Wesen bevölkert, die man Pokémon nennt. Und da sehen wir auch schon einige von denen. Die Pokémon sind rätselhafte Wesen. Man findet sie überall auf dem Globus. Manche von ihnen leben auf dem Land, andere in der Luft und wieder andere im Wasser. Die Pokémon und die Menschen helfen einander, wo es geht, und leben in Eintracht miteinander. Oh, und da ist auch schon die Frage, wer sind wir eigentlich, Junge oder Mädchen? Wir nehmen den Jungen. Wie siehst du aus? Ja, ich nehme mir mal den mittleren, würde ich sagen, so. Customization ist heutzutage ein bisschen besser, aber wir hatten ja schon zumindest ein bisschen Auswahl. Aha, verstehe. Und wie lautet dein Name? Na, ich bin natürlich hier der R.G.E. Ja, so einfach geht's. So, und los. Und so sehen wir aus. Es war damals das erste Spiel, meine ich zumindest, das Customization hatte. Das erste Pokémon-Spiel. Also die erste Edition zumindest. RGE heißt du also, ist das richtig? Jo. RGE, was? Ein toller Name. RGE, in wenigen Augenblicken wirst du in der Kalos-Region ankommen. Lerne dort allerlei Pokémon und Menschen kennen. Walter, wie schnell geht denn das hier? Aber auf jeden Fall, auf geht's in die Welt der Pokémon! Kann man gar nicht lesen, wie schnell geht das. Aber somit auf jeden Fall willkommen hier bei Pokémon X. Damals die erste neue Generation auf dem Nintendo 3DS. Und da haben wir schon mal direkt mal ein neues Pokémon. Und hier leben wir wohl, ha? Huh? Was haben wir denn da? Auf dem Boden eine Wii U? Oh je. Sicherlich wird die ein Erfolg werden, die Wii U. Damals hatte man ja noch Hoffnung. Heutzutage weiß man, ja, nee. Das war nix. Hier haben wir die gute Wii U. Da steht eine Wii U-Konsole. Das Gamepad hat einen eigenen Bildschirm. Ja, das ist aber auf jeden Fall schon sehr feierlich, kann man sagen, oder? Die schwarze Wii U. Ich hatte eine weiße. Und habe sie immer noch. Und sogar eine Wii-Fernbedienung daneben. Seht ihr? Da. Aber die kann man gar nicht anklicken. Ja. Aber auf jeden Fall hier in Pokémon X wagen wir uns jetzt natürlich auf ein ganz neues Abenteuer. Mit neuen Pokémon, neuer Geschichte, neuem alles. Das war damals schon eine ganz coole Region. Oder Generation wohl eher. Es ist nicht meine Lieblingsgeneration, aber sie ist so im Mittelfeld, würde ich sagen. Aber gehen wir erstmal hier runter. Wen haben wir denn hier? Was machst du in meinem Haus? Guten Morgen, RGE. Du hast geschlafen wie ein Stein. Hast du dich vom Umzug erholt? Es wird Zeit, dass du etwas frische Luft schnappst. Wie wäre es, wenn du unsere neuen Nachbarn begrüßen gehst? Warum muss ich das denn machen, Mann? Ja gut, etwas Luft schnappen gehen, aber ja, hier ist eigentlich ganz hübsch, oder? Was haben wir hier? Tirili. Was bist du für einer, hey? Unser Haus-Pokémon. Kann ich hier schlafen gehen? Hier wohnt unsere Mutter, oder was? Na gut, dann sollten wir mal hier rausgehen. Und eine Sache, die so ein bisschen neu war in der sechsten Generation, war natürlich, dass das Ganze erstmals Richtung 3D ging. Zumindest, die erste, wie heißt's, richtige Generation auf dem Handheld. Davor hatten wir nämlich natürlich nur Pokémon Schwarz und Weiß, die nicht so richtig 3D waren. Und wen haben wir eigentlich hier? Hallo, ich bin Serena. Ich wohne gleich nebenan. Und ich bin Sana. Schön, dich kennenzulernen. Wir sind hier, um dir eine Nachricht zu überbringen. In der Kalos-Region gibt es einen berühmten Pokémon-Professor namens Platan. Er hat uns drei und zwei weitere Kinder für einen besonderen Auftrag auserkoren. Wo er dich kennt, obwohl du doch gerade erst nach Assisia gezogen bist, ist uns aber ehrlich gesagt schleierhaft. Keine Garantie dafür, dass ich irgendetwas richtig ausspreche, natürlich. Aber das finden wir schon nachher raus. Gehen wir erstmal ins Nachbarstädtchen. Dort bekommen wir angeblich Pokémon. Also los, den letzten beißen Yorkliff. Ja, also mit den Aussprachen tue ich mich schon ein bisschen schwer manchmal, weil ich es nicht so ganz weiß. Man muss dafür schon den Anime schauen, ne? Weil die Spiele sind halt nicht vertont. Das ist scheiße irgendwie. Ich sag so, wie es ist. Das ist echt scheiße. Wer bist du? Rihuan. Der will nur schlafen. Du, hier läuft gerade das LP. Erster Part. Du musst jetzt hier wach sein, Mann. Richtig großes Ereignis und so. Ach, der denkt sich auch nur, was für ein Assi. Na, gut, kann ich verstehen. Was bist du für einer? Ach Mann, ein eigenes Pokémon wäre schon ganz toll. Da könnte ich dann überall hinreisen.
Ja, aber in deinem Alter, ich meine, schaut sie euch doch mal an. Oder ihn? Ne, sieht aus wie ein Mädchen, ne? Die ist doch gerade mal 5 oder so. Was haben wir hier? Briefkasten? Ich werde natürlich wie immer sehr sorgfältig spielen, also falls das nichts für euch ist, tut mir leid, aber ich rede ganz gerne mit den ganzen Leuten und finde die ganzen Sachen und so. Deswegen ja. Oh, du bist doch der Junge von nebenan. Willkommen in Estisia. Ich habe eine Tochter in deinem Alter, ihr Name ist Serena. Ich hoffe, ihr werdet euch gut verstehen. Okay. Es ist ein bisschen seltsam, wie hier die Kameraperspektive ändert, wenn man hier so in diese Bereiche geht. Ja, hier hoch. In das Zimmer von Serena. So, ja, hier ist ja nichts, ne? Nichts Besonderes hier. Klar, wir mal den Fernseher von ihr. Hier sind die Pokolympics. Die heutige Disziplin, Gewicht heben. Bei diesem Kräftemessen treten an Strepoli und Golbit und ja. Ja, so viel wollte ich jetzt eigentlich auch nicht lesen, hey. Ja, ja, ist ja gut. Ist ja gut. Auf jeden Fall, Pokolympics. Großes Highlight hier in der Region. Ja, ja. Alter, chill. 1 Million Zeilen Text. Also bis bald. So, na, ich will nicht weiter Fernsehen. Ich habe genug gesehen. So. Kein Wunder, dass Fernsehen ausstirbt, hey. So. Raus hier. Ich wollte eigentlich nur mal kurz nachgucken, ob es hier irgendein Item oder so gibt. Aber nee, nee, scheinbar nicht. Scheinbar nicht. Dann, haben wir hier noch irgendjemanden? Und das ist natürlich zwar jetzt so 3D-mäßig, aber man kann sich noch nicht in alle Richtungen bewegen. Man kann hier so hoch, runter, links, rechts und auch diagonal gehen, aber halt nicht sich frei wirklich bewegen, falls ihr versteht, was ich meine. Also es war noch hat noch nicht diesen Schritt gemacht, wie dann später in Pokémon Schwert und Schild zum Beispiel. Die Wissenschaft kennt keine Grenzen. Dank der neuesten Kommunikationstechnik können wir inzwischen jederzeit rund um den Globus nach Leuten suchen, um gleichzeitig miteinander zu spielen. Ja, auch bekannt als das Internet. Wo sind wir eigentlich? Estisia. Von der Skizze zum Meisterwerk, ja. Ich find's immer ein bisschen schade, dass die Dörfer in Pokémon so mega klein sind, weil es ist halt schon nicht realistisch, dass du so ein Dorf hast, wo 3 Häuser stehen irgendwie, oder? Ich weiß ja nicht. Das finde ich immer ein bisschen schade. Estisia ist schon ein schöner Fleck Erde. Aber in der Kalos-Region gibt es angeblich noch jede Menge andere sehenswerte Städte. Was willst du damit sagen? Andere sehenswerte Städte. Diese Stadt hier ist überhaupt nicht sehenswert. 3 Häuser. Soll ich dafür hinkommen oder was? Wenn ich groß bin, mache ich eine Reise, um sie alle zu besuchen. Kann man hier links irgendwie rein? Hier? Nein, kann ich nicht. Ja, dann halt nicht. Und Sana wird dann wohl hier leben, oder? Die andere, die wir gerade noch gesehen haben. Na, sieh mal einer an. Wenn das, was du an deinen Füßen trägst, mal keine Turbo-Treter sind. Das erinnert mich an eine Melodie aus der Fernsehwerbung. Los, los, los! Ein Knopfdruck auf B und ab geht die... Die Soße? Ich meine so schrill... Die Sause! Die Sause! Ach, fuck. Keine Ahnung. Die Soße. Ich habe schon gedacht, aber Soße schreibt man doch gar nicht so. Aber welches Wort soll das wohl sein? Keine Ahnung. Naja, gut. Peinlicher Moment schon mal. Aber machen wir weiter. Wenn er soweit ist, werde auch ich meinem Sohn ein Pokémon anvertrauen. Denn wer auf Reisen geht, erfährt auch mehr über sich selbst und reift zu einem Erwachsenen heran. Ja, das kann man schon so sagen, du. Das kann man schon so sagen. So ein eigenes Abenteuer mit Pokémon, das wäre ganz geil. Chill dein Leben, Mann. Euer Rihorn ist echt total groß. Ich würde gerne wissen, wie es kämpft. Keine Ahnung. Hat sich noch nicht entwickelt, deswegen ja. Mein Kleiner ist total fanat in das Rihorn, das deine Mutter mitgebracht hat. Es sind eben die kleinen Dinge, die in Kindern die Begeisterung für das Trainerdasein entfachen. Aha. Ja gut, ein Rihorn ist ganz nett, ne, aber ist jetzt nicht so ein besonderes Pokémon, finde ich irgendwie. Ich hasse es jetzt aber auch nicht so. Oder so, aber ist jetzt für mich kein Highlight der Kanto-Region, um es mal so zu sagen. Ja gut, dann sollten wir mal hier rausgehen, oder? Und da öffnet sich auch schon das Tor. Oh, oh. Der Estisia-Pfad. Route 1. Und wie ihr seht, dieser Pfad ist mega lang, denn... jetzt sind wir schon... Oh. Das ging ja schnell. Soll ich vielleicht doch mal hier langlaufen? Einfach so als Highlight. So, ah, der Estisia-Pfad, Route 1. Ah, nochmal alles mitnehmen und... Das war schon... okay. Ist vielleicht doch nicht so geil gewesen, die erste Route. Naja. Hey, RGE, hier drüben sind wir. Hä, wo? Leute, wo seid ihr? Bist du's? Nee. Wo seid ihr denn? Hier links vielleicht irgendwo? Ah, da sind sie. Wer sind die denn alle? Wir haben gerade von dir gesprochen. Komm, setz dich doch zu uns. Ah, die Musik ist geil. Da wären wir also, RGE. Das ist der vereinbarte Treffpunkt.
Darf ich vorstellen? Das ist RGE. Ja, du bist es also, hä? Huh? Sana hat uns schon von dir erzählt. RGE kennt die Hälfte von uns noch gar nicht. Ich stelle ihm besser erstmal alle vor. Das hier ist Tierno. Er liebt imposante Tänze. Das ist Trovato, ein Meisterhirn, das bei jedem Test die volle Punktzahl abräumt, aber trotzdem sehr bescheiden ist. Na, schön euch alle kennenzulernen. Was haltet ihr davon, wenn wir dem neuen Mitglied unserer kleinen Gruppe einen Spitznamen geben? Nein, bitte nicht. Wie findet ihr zum Beispiel Lord Air? Ah, nächster Mann! Ich habe eine viel bessere Idee. Mini-Air passt viel besser zu ihm. Du bist doch hier die Kleine, oder? Trovato, hast du auch einen Vorschlag? Was? Ich soll einem wildfremden Menschen einen Spitznamen geben? Aber gut, wenn ihr darauf besteht, wie wäre es mit... Ich kann kein Französisch. Ist es nicht Monsieur, oder? Monsieur. Monsieur? Ja, keine Ahnung. Diese Region basiert nämlich übrigens auf Frankreich. Deswegen wundert euch nicht, falls irgendwie Anlehnungen an Frankreich kommen oder Wörter, die aus dem Französischen entnommen sind. Das hat alles seinen Grund. Fragen wir am besten den, der später mit dem Spitznamen leben muss. Ich will keinen Spitznamen haben, hey. Ja, was soll man denn bei einem Namen wie RGE für einen Spitznamen wählen? Ach komm, ich mach einfach nochmal RGE. Ganz ehrlich, man kann doch RGE keinem Spitznamen geben. Das geht doch nicht, oder? Also jetzt mal ganz ehrlich. Du willst also RGE genannt werden? Ja, so wurde ich geboren, Mann! Ach schön, RGE ist echt der perfekte Spitzname für dich. Ja, fast als ob meine Eltern mich so genannt hätten, du. Wir werden uns bestimmt gut verstehen, also nenne ich dich auch einfach so. Ist ja auch mein Name, Mann! Aber jetzt spann uns nicht länger auf die Folter, Tierno. Zeig uns endlich die Pokémon, die unsere zukünftigen Gefährten werden sollen. Ach ja, das mache ich sofort. Trovato, Tomato und ich haben schon Pokémon. Trotzdem bin ich irgendwie neidisch auf euch drei. Was habt ihr für Pokémon, ha? Was kriegen wir jetzt für ein Pokémon? Das ist vielleicht die viel bessere Frage. Oh, wen haben wir denn da? Wir haben hier das Pflanzen-Pokémon Igamaro, das Feuer-Pokémon Phynx und das Wasser-Pokémon Froxy. Ja, ich habe mir natürlich Gedanken dazu gemacht, welches Pokémon ich wählen werde. Und da ist mir die Wahl auch ziemlich einfach gefallen, weil ganz ehrlich, Froxy will ich nicht nehmen, weil wir natürlich schon im Pokémon Schwert-LP den Wasserstarter hatten. Und ich ganz ehrlich, Quajutsu habe ich wahnsinnig oft in meinen Teams gehabt. Das wäre das Quatsch, den zu wählen, finde ich. Igamaro, wir hatten gerade erst im Pokémon Platin den Pflanzenstarter, deswegen Phynx. Wir haben, glaube ich, noch nie in einem Pokémon LP den Feuerstarter genommen. Und ich mag Phynx auch ganz gerne. Die Endform zugegeben ist nicht so meins, aber ich mag die ersten zwei Formen ganz gern. Deswegen komm hier Phynx. Ah, ich muss ihm auch einen Spitznamen geben, ne? Ah, verdammt. Phynx erhalten, yay! Ich habe übrigens zu meinem Team noch keine Gedanken gemacht. Möchtest du dem Pokémon, für das du dich entschieden hast, einen Spitznamen geben? Ja, also ich mach's so wie immer, ich benenne die Pokémon nach Abonnenten. Deswegen nenne ich das Phynx einfach mal Tenmaru nach einem, ja, denke ich mal, Abonnenten, den ihr vielleicht sogar kennt. Ich weiß gar nicht, ob der hier überhaupt zuschaut, aber, ja. Falls ihr übrigens nach einem Pokémon benannt werden möchtet, einfach in die Kommentare schreiben, damit ich dann euren Namen sehe und dann weiß, okay, diese Person schaut aktiv bei diesem LP zu. Und dann werde ich die Pokémon dementsprechend nach euch benennen. Ich kann natürlich nicht nach jedem ein Pokémon benennen, das sollte klar sein, aber ich werde versuchen, möglichst viele mit reinzunehmen. Deswegen, beim ersten Pokémon weiß ich natürlich nicht so genau, ob die Person überhaupt zuschaut, weil es halt der erste Part ist, aber die nachfolgenden Pokémon, die werden dann nach aktiven Zuschauern benannt. So, hier, wie mache ich hier? Ach so, hier oben. Tenmaru. Tenmaru hat auch übrigens einen eigenen YouTube-Kanal. Deswegen könnt ihr da auch mal vorbeischauen, wenn ihr wollt. Bist du zufrieden mit dem Spitznamen Tenmaru? Ja. Na schön, ich hätte gerne Igamaru zum Gefährten. Hui, wir zwei geben wirklich ein süßes Team ab. Wer uns sieht, kriegt glatt einen Zuckerschock. Hallo Froxy, ich bin Serena. Nett, dich kennenzulernen. Ich möchte mich erstmal bei dir bedanken, denn ohne dich wäre ich jetzt kein Pokémon-Trainer. Ach, bevor ich's vergesse, ich habe auch noch etwas für euch. Ach, der Pokédex, oder was? Dieses nützliche Gerät wird euch dabei helfen, euer Wissen über die Pokémon zu vertiefen. Ein Pokédex, yay! Dieser Pokédex, den ich euch gerade gegeben habe, ist ein hochmodernes Forschungsgerät. Er legt automatisch für jedes Pokémon, dem ihr begegnet, einen Eintrag an. Zu eurer Information, der Pokémon-Professor erwartet, dass wir mit unseren Pokémon auf Reisen gehen und den Pokédex vervollständigen. Mit anderen Worten, der Professor hat uns eine sehr, sehr wichtige Mission anvertraut. Wir dürfen ihn nicht enttäuschen, ja, das sollten wir auf keinen Fall machen. Ihr wisst, wie es ist.
Enttäuscht man den Pokémon-Professor, dann Kopf ab. So einfach ist es. Mach dich mal locker, Trovato, Tomato. Arbeit muss nicht immer vor dem Vergnügen kommen. RGE, schau mal hier. Das hier ist ein Brief vom Professor. Er ist an deine Mutter adressiert. An meine Mutter adressiert? Was will der von meiner Mutter, hä? Der Brief vom Professor, Professor Platan wird sich sicher freuen, dass die Übergabe glatt gegangen ist. Wir machen uns jetzt mal auf der Suche nach neuen Pokémon für unser Team und den Pokédex. Was der von meiner Mutter will, weiß ich nicht, du, aber naja. Wir wurden aus allen Kindern der Kalos-Region auserwählt, um ausgerüstet mit einem Pokémon und einem Pokédex auf Abenteuerreise zu gehen. Aber bevor es soweit ist, solltest du deiner Mutter diesen Brief überreichen. Ja, ja, okay. Die kommt auch ohne bestimmt ganz gut klar. Ja, dann müssen wir nochmal zurücklaufen über diese elendlange Route ein. Einen Moment noch, RGE. Was willst du denn jetzt hier? Ich hätte gerne, dass du mein erster Gegner bist. Ach du, oh nee. Es ist soweit, Igamaru. Unser erster Kampf. Ein Pokémon, das so knuffig ist wie du, kann ja gar nicht verlieren. Ja, Igamaru, um ehrlich zu sein, mag ich nicht so sehr. Ich glaube, es ist auch generell der unbeliebteste Starter der 6. Generation. Aber Quajutsu ist schon auf jeden Fall sehr weit vorne. Also ganz klar, auf Platz 1 ist Quajutsu. Und auf Platz 2 ist, glaube ich, Fünks, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Naja, naja. Deswegen hier, komm. Und wie ihr seht, das ist hier so langsam das Pokémon-Spiel gewesen, wo sie es ein bisschen einfacher gemacht haben. Denn man hat hier beim Rivalenkampf direkt am Anfang erstmal den Typ-Vorteil. Man kämpft Feuer gegen Pflanze und nicht Feuer gegen Wasser. Und das Pokémon kann natürlich schon eine Feuerattacke, eine Step-Attacke. Deswegen, und auch natürlich auch eine Attacke, die sehr effektiv ist. Deswegen kann man diesen Kampf eigentlich gar nicht verlieren. Natürlich ist sie nicht die richtige Rivalin in diesem Sinne. Also, kleiner Spoiler vielleicht, aber sorry. Aber man hat in diesem Spiel mehrere Rivalen, kann man fast schon sagen. So. Es war sogar, glaube ich, das erste. Nee. Ja, doch. War schon das erste Spiel mit mehreren Rivalen. In der 5. Generation gab es natürlich auch mehrere so ein bisschen, aber hier würde ich es dann schon ein bisschen fortgeschrittener bezeichnen. Sana wäre besiegt. Ah. Oh nein, ich wollte meinem süßen Igamaru eigentlich noch ein bisschen länger zusehen. Und ich finde die Animation in dem Spiel eigentlich ganz nett. Ihr müsst ja bedenken, das war das erste 3D-Pokémon-Spiel, also der Sprung von 2D auf 3D. Dafür war das echt gar nicht mal so schlecht. Das Problem ist nur, dass es dann in den folgenden Generationen nicht wirklich verbessert wurde. Es wurde viel zu lange auf dieselben Animationen gesetzt und nicht darauf aufgebaut. Wow, du hast es echt drauf, RGE. Warte, ich heile eben dein Pokémon. Ja, das ist ja kaum nötig, aber okay, danke. Sag deiner Mutter einen schönen Gruß von mir. Ja, tschüss, tschüss, tschüss. Und falls ihr euch übrigens fragt, warum ich Pokémon X gewählt habe und nicht Pokémon Y, ich finde einfach das Coverlegi deutlich geiler von Pokémon X als das Pokémon von Pokémon Y. Aber nur meine Meinung. Ja gut, dann gehen wir hier zurück. Geben wir eben den Brief. Hier, der Professor will was von dir, Mama. Und? Was hast du mit den Nachbarskindern unternommen, hä? Moment mal, RGE, dieser Pokéball! Hast du etwa ein Pokémon bekommen? Ach, Glückwunsch. Dann bist du ja jetzt auch ein waschechter Pokémon-Trainer. Was sagst du da? Der Professor? Ein Brief? Für mich? Jemand namens Platan, hä? Ach, habe ich da etwa einen Heim... Sie weiß schon Bescheid! Sie weiß schon Bescheid! Heimlicher Verehrer! Oh, wie aufregend. Oh, was für eine schöne Handschrift. Heute Abend um 8 Uhr. Oh, okay. Mal sehen. Ach, er möchte mich um etwas bitten. Aha, so ist das also. RGE, kaum sind wir hergezogen und dann gleich sowas. Aber gut, ich bereite gleich alles für deine Reise mit Fünks vor. Also du musst jetzt abhauen, weil der Professor kommt später, da kannst du nicht hier sein. Ah ja, ich verstehe schon, ich verstehe schon. Hier, RGE, ich hab dir auch ein paar Klamotten zum Wechseln eingepackt. Ach, das kommt jetzt alles so plötzlich, genau wie der plötzliche Endspurt eines Teilnehmers in einem Rihorn-Rennen. Du hast Freunde gefunden. Du hast ein Pokémon bekommen. Und jetzt willst du Kalos bereisen. Ach, vergiss das hier aber nicht. Die Karte der Kalos-Region. Die können wir uns auch gleich mal anschauen. Du weißt, wie man eine Karte liest, oder? Ja. Wie die Mutter, so der Sohn. Trotzdem sagst du es mir, okay. Wähle im Beutel die Karte aus, wenn du sie benutzen willst. Ja, okay. Ich weiß zwar selbst nicht, was dieser Professor Platan dir zeigen möchte, aber eine Reise mit einem Pokémon ist etwas Wunderbares. Ja, du, wenn ich mal Kinder hab, dann denke ich genauso. Mein Kind ist zwar gerade erst 10, aber geh ruhig raus, treff dich mit Fremden, vor allem Erwachsenen, das passt schon. Geh auf dein ganz eigenes Abenteuer.
Ach, du warst das, Rihorn. Ha, 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 ha. Es will dir eine gute Reise wünschen. Klare Sache. Immerhin seid ihr beiden seit eurer Geburt dicke Freunde. Pass gut auf dich auf, RGE. Ich hoffe, du machst das Beste aus der Zeit. Aber darüber brauche ich mir wahrscheinlich keine Sorgen zu machen. Du hast schließlich ein Pokémon. Dein Level 6 Pokémon wird sicherlich alle Pokémon besiegen können. Ja, ja, klar. Ist schon klar. Bist du jetzt hier wach geworden, Mann? Rechtzeitig. Rechtzeitig für das Ende dieses Partes, will ich fast sagen. Wir möchten uns aber zumindest auch die Karte anschauen. Die Karte, die Karte, die Karte. Hier haben wir die Karte. So sieht die Karte der Kalos-Region aus. Hier haben wir Essisia, da sind wir gerade. Und als nächstes kommt dann Aquarelia. Und dann machen wir uns hier auf durch den Wald scheinbar. Okay, okay. Also die Karte ist nicht wirklich klein. Da haben wir auf jeden Fall ein durchaus großes Abenteuer vor uns. Und wie dieses Abenteuer weitergeht, das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wollte ich gerade sagen, was laber ich da. Das erfahrt ihr im nächsten Part. Was ich aber sagen wollte ist, falls ihr ein Pokémon sein wollt, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr genauso Bock habt auf dieses LP wie ich, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch morgen schon wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal dann hier bei Pokémon X.